Heute Teil 3 der neunteiligen Serie, was ich schon immer wissen wollte. Wie erkenne ich die richtige Lösungsebene bzw. Ablösungsebene für Fremdenergien? Antworten gibt die Autorin des Buches Die Software der Seele, Annegret Halanzi. Die Fragen stelle ich als Moderatorin vom Quantensprungbrett, Astrid Witt. Wir beginnen wie jedes Mal mit einer kleinen Wahrnehmungsübung. Dann geht Annegret auf das Thema ein und zum Ende geben wir gemeinsam einen kleinen Ausblick auf die gesellschaftliche aktuelle Lage. Herzlich willkommen, Annegret. Herzlich willkommen, du, ihr alle, ich selber. Ich sage ein paar Worte zu Fremdenergien am Anfang, weil das als Begriff irgendwie vor der Wahrnehmungsübung vielleicht kurz Klärung bedarf. Vielleicht schauen sich das Video Menschen an, die schon total viel damit zu tun haben. Ich durfte mich in der therapeutischen Praxis und auch selber viel damit rumschlagen. Aber es gab auch eine Phase, da hatte ich keine Ahnung davon. Und wenn die Leute mir mit sowas gekommen sind, dachte ich, oh Gott, sind sie jetzt völlig abgefahren. Und inzwischen sehe ich das als was sehr Natürliches. Das sind einfach geballte Energien, die etwas Negatives bewirken können. Das heißt, wenn mehrere Menschen im Haus streiten, merkt man einfach, da ist eine schlechte Atmosphäre. Wie wenn man auch merkt, wenn jemand ganz lieb an einen denkt oder wenn viele Menschen an einen denken. Also jeder hat einen Wahrnehmungskanal dafür, was immer man darunter verstehen mag oder was man dazu wahrnehmen mag, das ist sehr unterschiedlich. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil man das in einer Wahrnehmungsübung sowieso selber merkt. Wenn ich einen Moment da hineingehe, schließe ich meine Augen und jetzt überprüfe ich mal, wie meine Ausstrahlung sich gerade von innen anfühlt. Also wie wenn ich mein Charisma von innen abtasten könnte. Jetzt sage ich mir den Satz, ich bestimme meine Ausstrahlung selbst. Und guck einfach mal, glaube ich mir das oder zweifle ich ein bisschen dran? Wenn ich da ein bisschen zweifle, ist das ein Hinweis darauf, dass irgendetwas sich bei mir in mein System eingenistet hat, was nicht von mir kommt oder was nicht nur meine Gefühle, meine Anteile, meine Bedürfnisse, meine Sehnsüchte sind. Jetzt gehen wir mal weiter und ich frage mich, glaube ich, dass ich vollkommen frei bin, meine Ausstrahlung umzuarbeiten. Ich bin darin frei. Es gibt vielleicht was zu umarbeiten. Vielleicht habe ich irgendeine Enttäuschung, die ich mit mir rumtrage. Bin ich frei, das umzugestalten? Und in dem Maß, wie ich mich frei fühle, gehöre ich mir selbst. Wenn da Einschränkungen da sind, kann ich davon ausgehen, irgendwas passt nicht zu meinem System, was unterstützt mich nicht in meinem authentisch Sein. Und jetzt kann ich da mal weiter forschen, wie fühlt sich denn meine Freiheit auf einer anderen Ebene an? Jetzt nehme ich mal meine beiden Hände aufs Herz oder auf die Brustmitte, auf das Herzchakra, sagen manche, und gehe von dort aus tiefer in mich hinein, so wie wenn ich in den Innenraum gehe, wo meine Seele, mein höheres Selbst, mein bewusstes, ewiges Sein sich befindet. Frag mich auf der Ebene wieder, bin ich frei, meine Ausstrahlung, mein inneres Sein so zu bestimmen, wie ich das möchte, oder bin ich frei, das zu lernen? Wenn dich da jetzt ein gutes Gefühl einstellt, ja klar, bin ich frei, dann bin ich frei, und wenn da so Zweifel kommen, dann weiß ich, dass irgendetwas meine Freiheit einschränkt. Jetzt halten wir uns aber dabei nicht auf und gehen nochmal eine Ebene weiter, weiter nach innen, tiefer in mich hinein, also nicht weit nach oben wegschweben, sondern eher tiefer in mich hinein, ins Zeit- und Raumlose. Und da treffe ich sozusagen die Menschheit jetzt als Ganzes an, alle Wesenheiten, die sich gemeinsam verabredet haben, hier zu inkarnieren. Das ganze Beziehungssystem Menschheit und alle Wesenheiten, die die Menschheit positiv begleiten, Anteil nehmen an dem Menschheitsgeschehen. Das ist sowas wie die Entscheidung, hier zu inkarnieren, war schon da und dadurch bin ich verbunden mit allen Wesen, die auch dazu entschieden sind. So, ich stelle mir da so ein Riesenparty vor jetzt, aber in mir drinnen.
Und da gehe ich jetzt zu dem Moment hin, wo ich noch ganz frei war. Ja, vielleicht mache ich da mit, vielleicht wende ich mich der Menschheit zu und inkarniere hier oder vielleicht auch nicht. Also wo diese Verabredungen erstmal so ganz locker getroffen wurden, wer hier wird mit wem was erleben. Und wie manifestieren wir gemeinsam unsere Quelle, die Liebe oder dieses Fließen der Liebe unter uns? Wie darf sich das zeigen? Wie drücken wir das gemeinsam aus? Da bin ich noch ganz frei, da bin ich noch nicht entschieden zu kommen, aber ich bin in der Freiheit, vielleicht mache ich da mit. Ich höre, wie die Astrid sich räuspert, also weiß ich, da hat sie eine kleine Einschränkung. Also das kann manchmal ein kleiner Druck sein, eine kleine Einschränkung, irgend sowas wie, da bin ich noch nicht ganz frei. Oder ist ein ganz einfacher Trick, ich gehe noch einen Schritt zurück und sage, also ich gehe nochmal davor hin, bevor ich überhaupt mir überlegt habe, ob ich mich entscheide, ob ich mit dem Menschheitsgetümmel was zu tun haben will. Irgendwann kommt die Ebene, wo ich ganz frei einfach nur mit anderen Seelen in Verbindung bin. Und unter uns fließt Liebe als Ausdruck der Quelle. Ich kann auch noch einen Schritt weiter zurückgehen zur Quelle, bevor überhaupt individuell und wir zu mehreren unterschieden war. Irgendwann bin ich frei. Aber es ist eine andere Art von Freiheit. Ich kann auch nicht unterscheiden, nicht zu lieben. Das geht noch nicht, weil ich schwimme einfach in diesem Meer der Liebe, der Einheit mit der Quelle, die aus der raus ich gedacht bin, beabsichtigt bin. Da ist noch nichts mit Nichtliebe. Und jetzt kommt dieser Moment, wo ich entscheiden kann, hey, ich habe sogar die Freiheit zwischen Liebe und Nichtliebe zu entscheiden, dank der Dunkelkräfte oder der Kräfte des Vergessens oder der Ablenkung. Und dann sozusagen beginnt dieser ganze Weg. Und durch diesen Weg durch kann ich dann gucken, wo habe ich ein Stück Freiheit verloren, gehe wieder ein Stück zurück, hole mir die Freiheit wieder und gehe diesen Weg zurück bis hierher, wo ich meine Ausstrahlung gestalte oder wo ich die Botschaft, die ich jetzt rüberbringe, hier gestalte. Damit mache ich wieder die Augen auf und erinnere mich an das, was ich hier noch sagen wollte. Also, was ich sagen möchte ist, man kann Fremdenergien aus dem momentanen Zustand rausreinigen und wieder sagen, boah, jetzt mache ich eins auf höher schwingen, positive Gefühle, mein Haus ist hell, mein Körper ist hell, ich stelle mir ganz viel Licht vor. Das ist die eine Nummer. Aber es gibt Fremdenergien, die auf verschiedenen Ebenen andocken. Nicht alle docken an meinem aktuellen Zustand an und an meinen aktuellen Emotionen. Es gibt drei Arten von psychischen Blockaden und diese psychischen Blockaden sind negative Gefühle, dann Menschenbild- und Weltbildblockaden, also irgendwelche Zweifel, funktioniert das mit der Liebe? Und dann darüber gibt es noch Sinntabus in kollektiver Verantwortung für meine Ahnen, also dass ich irgendwie ein karmisches Thema zu mehreren durcharbeite und wenn wir es alle durchhaben, traue ich mich glücklich zu werden, so im Groben ein bisschen lapidar formuliert. Das heißt, es gibt drei Ebenen, auf denen ich mich bremsen kann. Und auf diesen drei Ebenen können natürlich auch Energien mich ablenken. Die haben dann eine Chance, mich herauszufordern, mich wieder für die Liebe zu entscheiden. Ich habe das in dem Buch Die transparente Therapie, habe ich diese drei Ebenen beschrieben. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Worauf es mir jetzt ankommt, ist, dass ich nicht nur meine Ausstrahlung aus meinem jetzigen Sein versuche, positiv aufzubauen oder mein Sein von innen reinige, sondern dass ich immer wieder zurückgehe auf diese Ebene, von der ich herkomme, mich da zurückerinnere. Und wenn ich von dieser Ebene komme, habe ich ein anderes Wir. Also wir als Seelengemeinschaft sozusagen brauchen uns gegenseitig oder spielen uns die Bälle zu, um zu unserer individuellen Bestimmung zu kommen. Wenn ich von der Ebene runterreise, tue ich mir leichter, so Hardcore-Geschichten und Ablenkungen rauszuschmeißen auf den höheren Ebenen, so wie ich diese Schnellreise jetzt gerade gemacht habe mit euch. Also das klingt sehr, sehr theoretisch, beziehungsweise es klingt auch sehr praktisch, aber ich muss die Fähigkeit haben oder auch den Wunsch haben, in diese tieferen Ebenen meiner Vergangenheit einzudringen, bis zurück zur Quelle, wo ich mal ganz, ganz frei war. Wie wirkt sich das jetzt praktisch aus? Wenn ich da zurückgegangen bin und ich bin mal in die Freiheit gekommen und jetzt gehe ich wieder in die nächste Stufe hoch und stelle fest, ups, da ist die Unfreiheit wieder.
wie löse ich jetzt dort die Unfreiheit auf, indem ich wieder den Schritt zurück tue in die Freiheit und dann nehme ich sie mit? Also das Ganze braucht sehr viel Übung, um das mit sich selbst zu machen. Jetzt kann ich sozusagen, habe ich eine Anregung gegeben, wie spürt man es und auf welchen Reisen kann man sich bewegen. Ich möchte absolut ermutigen, das nicht nur mit sich selbst alleine zu machen, sondern sich mit anderen zu verbinden, wo ich das im Geiste mache oder sogar darüber spreche oder es gemeinsam mit anderen mache, weil ich brauche dafür auch manchmal diese Erinnerung an eine wunderbare Seelenverbindung, wie schön das ist, gemeinsam etwas zu tun und gemeinsam Liebe zu manifestieren, in der Freundschaft, in der Partnerschaft, im guten Team, in einer hochschwingenden Gemeinschaft. Da komme ich dann sozusagen schneller an dieses Wir dran, an diese, wo wir alle miteinander verbunden sind. Also manche Blockaden muss ich aus dem Wir lösen, um wieder zu einem integrierten Ich zurückzukommen. Und wir hatten in dem anderen Teil 1 Interview oder Spot, dass ich ein gesundes Ich brauche, um ins Wir zu gehen. Sonst gehe ich da defizitär hinein. Und dazwischen liegt nicht Dinge für die Anerkennung zu tun, also auch ein gesundes Verhältnis zum Du zu haben. Da spreche ich sehr viel in Software der Seele drüber. Also es gibt diese Entwicklung vom Ich zum Du zum Wir. Es gibt aber auch auf der feinstofflichen Ebene den Weg zurück zu sagen, erinnern wir uns doch an unser Wir. Hat der normale Mensch ja nicht eine Gemeinschaft um sich herum oder einen Freundeskreis, mit dem er das üben kann. Was macht der? Geht der zum Psychotherapeuten? Beziehungsweise du bist ja da sehr aktiv unterwegs. Nicht jeder Psychotherapeut weiß überhaupt nur, dass es Fremdenergien gibt. Und wird sie auch nicht behandeln können. Konkret macht ihr im transphonalen Netz so etwas, dass ihr in der Gemeinschaft Anregungen gibt, dass sich Menschen treffen können, die dann auf einer Ebene unterwegs sind, dass man sich gegenseitig helfen kann? Es muss nicht immer diese praktische gegenseitige Hilfe sein, sondern ganz viele geben das Feedback, dass das Feld dieser Art des Zusammenseins, wo wir zusammenwirken, und auf der seelischen Ebene zusammengeschlossen sind und jeder sein Potenzial besser leben kann, weil wir uns gegenseitig die Bälle zuspielen und uns ermutigen im Potenzial und auch die Bestimmung ineinander greift. Ich kann das machen und dadurch kannst du das machen und wir uns so ergänzen. Und durch dieses Feld fliegen schon ganz viele von diesen Energien raus, weil dieses Feld sie rausreinigt. Aus dem Wir fliegen sie bei den Einzelnen raus und die stellen nur hinter fest, ich fühle mich irgendwie klarer, ich fühle mich heller, in diesem Feld fühle ich mich geschützt sogar. Nun gibt es ja aber nicht nur diese harmlosen oder unharmlosen Fremdenergien, ich sage mal eine davon, um deine dritte Stufe nochmal zu erläutern. Jemand, der vor 30, 50 Jahren als Sohn des Fleischermeisters geboren wurde, von dem wird als erster Sohn, von dem wird selbstverständlich erwartet, dass er den Fleischereibetrieb übernimmt. Das heißt, der ist fremdbesetzt auf einer höheren Ebene, auf der Sinnerfüllungsebene, dass er sich seinen eigenen Sinn gar nicht suchen darf, weil er da eine Besetzung hat. Das wäre ein ganz konkretes Beispiel jetzt im alltäglichen Leben, wie wir es immer erlebt haben. Aber wir haben es ja heutzutage auch mit Fremdenergien zu tun, die ich mal als Besetzungen bezeichnen möchte. Mit Ruth Huber habe ich darüber gesprochen, dass es in der Astralebene sehr machtvolle Wesenheiten gibt, die körperlos sind, also sie sind aufgestiegen in gewisser Hinsicht, aber sie haben ihre irdischen Bedürfnisse nicht befriedigt und erfüllt und suchen sich jetzt Menschen, durch die sie das nochmal erfüllen können. Und können besonders gut andocken bei jemand, der zum Beispiel haltlos Alkohol trinkt in der Kneipe und dann sich so ein bisschen verliert und sie selber sind vielleicht Alkoholiker gewesen und dann setzen sie sich auf so jemanden drauf und verführen den, immer mehr Alkohol zu trinken, weil sie ihr eigenes Bedürfnis damit befriedigen. Wie geht man mit sowas um? Wenn ich wirklich meine Sehnsüchte lebe und diese Andockpunkte loslasse, das wäre jetzt individuell gesprochen, dann bin ich nicht mehr Wirt und kann diese Energien rausdrängen, die in meine Energien nutzen möchten, meine negativen Energien nutzen möchten. Und auch da stelle ich fest, gibt es wieder drei Ebenen. Es gibt Energien, die sozusagen etwas ausleben an mir und mit mir, was mich nicht besonders beglückt und mir Energie abzieht, was du gerade angesprochen hast, den Fall.
In der therapeutischen Praxis ist das für mich so der ganze Bereich von Schmarotzern, Parasitären, Energien, Dämonen und so weiter, die da so mitschmarotzen, sage ich jetzt mal. Dann gibt es die nächste Ebene. Das sind Energien, die im Auftrag, meinen Seelenauftrag dämpfen. Die werde ich auch auf höheren Energien erst wahrnehmen. Das heißt, die brechen erst dann ein, wenn ich jetzt wirklich mein Potenzial lebe. Jetzt baue ich diese alternative Schule auf oder so. Ja? Und jetzt kommt mir plötzlich, wie Lernen völlig anders gehen kann. Und in dem Moment, wo der Seelenauftrag durchbricht, sagen die, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt. Die wollen hier mitmischen auf dem Erdenrund und sagen, nee, so nicht. Und dann gibt es die höchste Ebene und die schauen auch ganz anders aus, wenn man hellsichtig ist. Das sieht ganz anders schon aus. Das sind hochintelligente Energien. Das sind Kreatorenergien, die wollen durch uns, das können sie nämlich nicht selber kreieren, aber schon das, was sie haben wollen. Also strategisch dumme Sachen, ja, und nicht wirklich was Kreatives, was dem Menschen dient. Und wir sind Werkzeug und wir stellen uns da nicht in den Dienst und machen mal was Eigenes. Und dann gibt es eben auf der höheren Ebene die Energien, die auch hinter Politik und Wirtschaft stehen. Das sind ganze Räte, dunkle Räte, genauso wie sozusagen wir jetzt Kreiskultur aufbauen und sagen, machen wir das mal so, dass es der Menschheit dient, dass zum Beispiel ein Team eine Schule leitet. Das wäre eine gute Kreiskultur. Und so gibt es auch im dunklen Bereich, dass mehrere Wesenheiten sich zusammentun. Und die kann man auch als Verstärkung rufen, mal ganz krass gesagt. Leider habe ich gewisse elitäre Wirtschaftler und Politiker im Verdacht, das sogar gezielt zu tun. Und es ist unglaublich, was die für dann Inspirationen geben können zu Waffentechniken und sich da einschalten und enorme negative Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Warum machen die das? Weil sie sozusagen auch hier mitmischen wollen und für die Menschheit gewisse Herausforderungen schaffen. Und es sind nur Herausforderungen, um uns wieder daran zu erinnern, an dieses Wir, wo wir verabredet haben, als Menschheit eine lichtvolle Gemeinschaft zu bilden. Das heißt, sie nutzen, ich sage das jetzt mal ganz platt, unsere Politiker, um ihre eigenen Ziele durchzusetzen, die nichts mit dem Wohl der Menschheit zu tun haben. Und sie erschaffen oder versprechen diesen Menschen, die sie dann in Anführungsstrichen besetzen, einen egoistisch positiven Mehrgewinn. Also die sind dann plötzlich reich, die haben dann plötzlich Macht, die haben dann plötzlich das Gefühl, sie können bestimmen. Und in Wahrheit bestimmen sie das, was die Wesenheit hinter ihnen von ihnen will. Ist das so? Ich meine, warum geben sich Politiker für sowas her? Warum gibt sich ein Mensch für sowas her, für Ziele sich einzusetzen mit seiner ganzen irdischen Kraft, die der Menschheit nicht dienen? Sei es einfach mal Krieg. Ich muss den Politikern zugutehalten, sie tun es aus Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Es beginnt sozusagen erstmal mit Machtgewinn und verschiedene Logen oder Gemeinschaften oder politische Gemeinschaften tun sich zusammen. Wir nennen das Logen, ja. Das sind einfach erstmal Bünde, Wirtschaftsbünde. Und da geht man mit einem, genauso wie du gesagt hast, mit einem egoistischen Bedürfnis vielleicht rein. Aber auf einer tieferen Ebene will ich eigentlich dazugehören. Das sind immer mehrere Menschen, da gehöre ich dann dazu. Und dann gibt es da bestimmte Dinge, da muss ich mal was für den tun. Und wenn ich das nicht tue, kriege ich Stress. Und dann komme ich in dem Logensystem, arbeite ich mich immer weiter vor und es wird immer gefährlicher und die Konsequenzen, wenn ich da nicht mitmache, werden immer schlimmer. Dann kriege ich Stress mit meinen Kindern und dann wird veröffentlicht, was ich da irgendwo falsch gemacht habe und ich komme immer mehr unter Druck. Und ich glaube, dass viele Politiker dann irgendwann so unter Druck kommen, dass sie vielleicht auch bestimmte Rituale mitmachen, die diese schwarzen Energien binden, diese dunklen Energien binden oder wo sie dann plötzlich Teil werden solcher dunklen Räte. Und dass sie am Anfang da nur reingeraten aus irgendwie, ich will da mitmachen und nicht ausscheren, weil sonst gehöre ich gar nicht mehr dazu. Also das ist noch das Positive, dass sie eigentlich wieder zu dieser Seelengemeinschaft zurück wollen. Das wollen wir nämlich alle. Nur diese Strategie ist sehr gefährlich und daher würde ich sagen, jeder Einzelne kann sich immer wieder reinigen und sagen, meine Motive sind wirklich nur die Liebe und ich erinnere mich wieder und ich darf mich frei für Liebe entscheiden. Ich muss nichts für irgendjemand tun, niemals eine Verpflichtung eingehen aus einem Muss. Ich gehe wieder in die vollkommene Freiheit, weil nur aus der Freiheit kommt die Liebe. Wer mehr wissen möchte, wie man diese Energieräuber auf den drei verschiedenen Ebenen abschüttelt,
findet ein Intensivpaket auf meiner Webseite, die im Text unter dem Video zu finden ist. Und wer sich gern mit anderen austauschen und zusammenschließen möchte, um sich dieses schützende Feld einmal zu erleben, der schaut auf die Homepage vom Transformalen Netz, auch unter diesem Video. Vielen Dank und tschüss.